Mit den Grenztruppen verfügte das Ministerium für nationale Verteidigung zwar nicht offiziell, aber praktisch über eine vierte Teilstreitkraft, deren Angehörige von der SED-Propaganda als militärische Elite dargestellt wurden. So von dem früheren DDR-Verteidigungsminister Armeegeneral Heinz Hoffmann. Nicht nur eine Sache, dass man, wie sagt man, einen guten Postengang hat, dass man wachsam ist, sondern das heißt auch, dass man sich immer bewusst sein muss, welche Rolle ich als Grenzer spiele. Eine außerordentlich hohe Rolle. Dass man verstehen muss, dass ich mit meinem Dienst hier an der Grenze dafür sorgen, dass die Kinder zu Hause, die Eltern, glücklich und ruhig leben können. Die Einheiten der damaligen Grenzpolizei waren die erste, anfangs militärähnliche Formation, die auf dem Territorium der ehemaligen sowjetischen Besatzungszone und späteren DDR entstand. Von Anfang an wurde in diese Truppe nur ausgesuchtes, politisch unbedingt zuverlässiges Personal aufgenommen. Nach dem Bau der Berliner Mauer beschloss der Nationale Verteidigungsrat der DDR am 15. September 1961, die bisherige Grenzpolizei nunmehr dem Ministerium für nationale Verteidigung zu unterstellen. Es wurde das Kommando Grenze der Nationalen Volksarmee geschaffen. Im Herbst 1962 verfügten die NVA-Grenztruppen über rund 50.000 Mann. Zugleich wurden die Sperranlagen an der innerdeutschen Grenze und ringsum West-Berlin systematisch ausgebaut. Und das DDR-Grenzregime wurde drakonisch verschärft. Die bis zu 5 Kilometer breite Grenzzone mit Passierscheinzwang für DDR-Bewohner, der Kontrollstreifen, dann der Schutzstreifenzaun mit Alarmkontaktdrähten, eine Sichtschutzmauer bei Ortschaften in unmittelbarer Grenznähe, ein betonierter Kolonnenweg, der 6 bis 10 Meter breite Kontrollstreifen, auch Todesstreifen genannt. Schließlich ein 3 Meter hoher Metallgitterzaun. Für Flüchtlinge war es kaum noch möglich, diese Hindernisse zu überwinden. Der Schießbefehl stürzte viele Grenzsoldaten in schwere Gewissenskonflikte. Selbstschussanlagen perfektionierten dieses Grenzsystem mitten in Deutschland, das die NVA-Führung gegenüber ihren Soldaten immer wieder zu rechtfertigen suchte. Euer Dienst, liebe Genossen, an der Staatsgrenze unserer Republik zum imperialistischen Herrschaftssystem, an der Scheidelinie zwischen dem Gestern und dem Morgen, ist Humanismus der Tat, ist kämpferischer Friedenswille, der jederzeit auch die Waffen zu führen weiß, wenn es gilt, den Feinden der Werktätigen und ihrer Freiheit in den Arm zu fallen. Die Grenztruppen wurden rigoros von der Verwaltung 2000 des Ministeriums für Staatssicherheit überwacht. Nur politisch absolut zuverlässige Grenzaufklärer wurden für Beobachtungs- und Horchaufgaben eingesetzt. Diese Aufnahmen gelangen einer Streife des Bundesgrenzschutzes. Chef der Grenztruppen war seit 1979 Generaloberst Klaus-Dieter Baumgarten, links im Bild. Das Kommando der Grenztruppen befand sich in Pätz bei Königs Wusterhausen. Die Grenztruppen waren gegliedert in das Grenzkommando Mitte in Berlin-Karlshorst, das für die Grenzsicherung rings um West-Berlin verantwortlich war, sowie in die Grenzkommandos Nord in Stendal und Süd in Erfurt. Hinzu kamen die beiden selbstständigen Grenzregimenter an der Grenze zur Volksrepublik Polen in Frankfurt an der Oder und zur CSSR in Pirna, sowie die Grenzbrigade Küste in Rostock. Im Kriegsfall sollten die NVA-Grenztruppen nach einem geheimen Befehl, der noch am 22. August 1989 erlassen wurde, unter anderem sogenannte Erstrangobjekte des Gegners in unmittelbarer Nähe der innerdeutschen Grenze, also auf westdeutscher Seite, vernichten. Auch die Grenztruppen wurden Jahrzehnte hindurch mit einem völlig überzogenen Feindbild konfrontiert. Es diente als Begründung für die Härten der kaum noch steigerungsfähigen Einsatz- und Gefechtsbereitschaft.
Diese Aufnahmen zeigen ein Durchsuchungskommando der Grenzbrigade Küste. Hier ein Schiff der bundesdeutschen Marine in der Ostsee, gefilmt von Soldaten der Grenzbrigade.